Okay. Da gab es noch einige Herausforderungen, die noch nicht fertig waren. Die Zielzeit haben wir mal nicht geschafft. Wie vorhin beim letzten Level auch. Fortfahren. Ne? Ja, fortfahren. She tried to call us both. Nachdem sie den Landeweg gefunden hatten, setzten die Brüder ihre Jagd auf Beckett und seine Kidnapper durch den Flughafen Port Authority fort. Abschnitt 7. Port. Ja, was da oben abgeht, ist ja nicht zu übersehen, ne? Ne. Schnauze! Ach, das kannst du! Kaum regnet es, habe ich keine 60 FPS mehr. Doch jetzt. Keine Ahnung, wieso das wieder so war. Ich verstehe es wieso nie. Dring das Terminal ein und such nach Beckett. Wie nett, dass Vettel uns eine Pistole aufgetrieben hat. Fuck! Helikopter Victor 1-1 an Kommando. Ich kann diesen Vogel bei all den Turbulenzen am Himmel nicht länger in der Luft halten. Er bitte weiter an den Kommando, ich verliere die Kontrolle! Ich kann kaum noch steuern! Mir doch egal! Zack, zwei auf einmal. Nachladen. Oh, die hat die auch. Naja. Ist ja jetzt überstanden. Wir sollen jetzt Michael Beckett suchen, den Protagonisten des zweiten Teils.
Kreaturen müssen der Fantasie unserer Mutter entsprungen sein. Vielleicht ihre Erinnerungen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie durchgemacht hat. Auf jeden Fall hatte ich im Gewölbe Schlimmeres erlebt. Da waren es richtige Geister. Tut mir aber leid. Alle Gespräche von Armacan werden überwacht. Sie wissen, dass ihr hinter Becken her seid. Sie haben noch mehr dieser Kommandeure im Einsatz, die nach euch suchen. Klingt nicht gut, aber ich muss damit leben. Es ist mein Schicksal. Ich bin dazu bestimmt. So. Da geht's lang. Mir doch egal. Töte ich dich eben. Habe ich weniger zu tun. Da lang. Ich bin kein Hurensohn. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ha! Jetzt hänge ich deine Deckung fest. Noch 7 im Nahkampf. Das mit der Deckung mache ich jetzt fertig. Die zweite Spendierhose mache ich auch mal.
Okay. Nach den Eimerpuppen habe ich ja überhaupt gar nicht mehr geschaut. Sergeant Beckett muss Ihnen wichtiger sein, als wir dachten. Ja. Wenn Sie es jetzt auch schon Experiment nennen. Dabei war er doch für einmal nur ein Mittel zum Zweck. So, Spendierhosen. Trotzdem würde es mich interessieren, wie es weitergeht. Da. Da war der Kopf ab. So. Ich versuche irgendwie zu euch zu stoßen, habe aber kaum Hoffnung. Seid einfach vorsichtig. Erstaunlich, dass sie noch lebt. Oder nicht? So. So. Fünfundzwanzig Abschüsse in Folge. Ich bin gut, man. Hundertzwanzig Sekunden Zeitlupe. Ich das schon wieder sehe, so viel fast fertig. So, 101.
115 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, weil ich ja den Ton ein bisschen leiser mache. Ich höre ständig so ein Piepen, das erinnert mich an diese Suchdrohnen bei Splinter Cell Blacklist. Die hatten den gleichen Ton. Dieses dü-dü-dü-dü-dü. Fuck.